Liebe Meltem Auvergne-Werning, ich freue mich sehr, dass du auch bei unserem Projekt Anwerbeabkommen.de dabei bist. Ich bin ganz begeistert von deinem Werdegang. Du bist im Moment bist du auch die Präsidentin des Deutschen PsychologInnenverbandes, der größte Verband in Deutschland. Und du bist hast sogar erstmal Journalistik, Film und Fotografie studiert und danach Psychologie studiert. Du bist Verhaltenstherapeutin, promoviert, also hast sehr, sehr viele Veröffentlichungen, eine ganz hervorragende Wissenschaftlerin und Kollegin, Therapeutin. Und ich freue mich wirklich, dass wir uns heute unterhalten. Es würde schön sein, wenn du dich jetzt erstmal kurz vorstellst mit deinem Migrationshintergrund. Ich sage ja lieber internationale Geschichte und deutsche Zukunft und freue mich und gebe dir das Wort. Vielen Dank, liebe Elif. Ich freue mich total, dabei sein zu können. Das ist ein wunderbares Projekt, eine großartige Idee. Und ich bin auch stolz, dabei sein zu dürfen. Erstmal an der Stelle vielen, vielen Dank. Mein Name ist Meltem Auvergne-Werning. Ich gehöre sozusagen deshalb zu dieser Gruppe, weil ich eben auch Migrationsbiografie habe, so nenne ich das gerne. Und ich finde es deshalb auch einen schönen Begriff, weil man den auch so erweitern kann. Also Biografie, biografische Elemente, das finde ich irgendwie nur eine schöne Idee, Migration als biografisches Element zu beschreiben und nicht eben als einzige Zugehörigkeitskategorie. Ja, ich bin Diplompsychologin. Ich habe in dieser Eigenschaft natürlich auch mit dem Thema eine ganze Menge zu tun gehabt. Migration, Migrationsthemen waren für mich immer besonders. Ich bin in der Türkei geboren, ich in Ankara, bin dann als kleines Mädchen im dritten Lebensjahr mit meinen Eltern nach Deutschland gekommen. Zunächst nach Schwandorf in Süddeutschland, in Bayern. Und da hatte mein Vater seine erste Stelle. Mein Vater war Arzt und hat im Krankenhaus Schwandorf angefangen und ist gleichzeitig ins Goethe-Institut gegangen, um Deutsch zu lernen. Meine Mutter hat damals auf mich aufgepasst, die selber Lehrerin war, hat dann aber nicht gearbeitet. Das ist sozusagen die Einwanderung erstmal so. Meine Eltern sind natürlich, wie viele andere auch, nicht nach Deutschland gekommen, um hier zu bleiben, sondern für eine kurze Phase, so berufliche Qualifikation, Facharzt, wollte mein Vater abschließen in Deutschland und dann wollten sie wieder zurück. Naja, und Rückkehrillusion, wie wir immer so schön sagen. Ja, das ist, also da könnte ich eine ganze Menge drüber erzählen. Das ist ja auch ein interessantes, wirklich sehr, sehr interessanter Kontext immer gewesen. Wir sind dann von da aus, es gab so verschiedene Stationen, Stück für Stück, sage ich mal, nach Norddeutschland gekommen. Ich bin dann, als ich 8 war, dann in Wolfsburg gelandet mit meinen Eltern und bin dann, habe dort meine Schullaufbahn abgeschlossen, bin also dort Abitur gemacht und bin dann irgendwann zum Studieren ins Ruhrgebiet gegangen, ins schöne Ruhrgebiet, nach Dortmund, habe da erst Journalistik studiert und dann in Bochum anschließend dann noch Psychologie. Ja, und dann hat es uns dann aus beruflichen Gründen irgendwann wieder nach Hannover verschlagen, da lebe ich jetzt seit über 20 Jahren. Wieder im Norden Deutschlands und arbeite als schulpsychologische Dezernentin in der Schulbehörde, in der niedersächsischen Schulbehörde und habe in dem Zusammenhang natürlich so einen ganz, ganz besonderen Arbeitskontext und Zugang zu den Themen der Migration, wie man sich vorstellen kann. Im Kontext der Schule ist eine ganze Menge
was an der Stelle immer wieder Fragen, Themen, aber auch sehr virulent und konflikthaft ist. Ja, ich habe in Münster und Marburg promoviert, auch zu einem Migrationsthema, nämlich zur Frage, wie kann man ethnische Konflikte in Schulen abbauen bzw. reduzieren. Und in meiner gesamten biografischen, also beruflichen Biografie hat sich sozusagen das Thema Migration, Einwanderung, Menschen mit ausländischen Wurzeln bis hin auch zum Thema Inklusion, was ein sehr wichtiger Begriff natürlich ist, der ein bisschen in der neueren deutschen Geschichte ja dazugekommen ist. Das waren immer Schwerpunktthemen von mir. Und im Moment bin ich, das hast du ja gerade auch schon erwähnt, Präsidentin des Berufsverbandes Deutscher Psychologinnen und Psychologen. Bist du, wenn ich jetzt nach Heimat frage, was antwortest du da? Was ist deine Heimat, nachdem du ja auch in Deutschland mehrmals umgezogen bist und in Ankara geboren bist? Wie würdest du das beantworten? Also der Begriff Heimat ist ja so eine Konstruktion, die es im Kontext von Menschen mit Migrationsbiografie ja ganz anders und vielleicht sogar viel mehr diskutiert, debattiert wird. Wir denken möglicherweise viel mehr über Heimat nach. Also ich habe natürlich auch schon darüber nachgedacht und viel darüber nachgedacht. Ich glaube, dass Heimat ganz viel mit Kindheit zu tun hat. Und zwar mit diesen ersten Jahren, wo man sich so daran erinnert, was man hier und da gemacht hat, wer mit einem zusammen war, wer vielleicht auf einen aufgepasst hat oder welche anderen kleinen Kinder auch dabei waren. Und ich denke, dass durch dieses Aufwachsen in unterschiedlichen Städten, eben außerhalb auch der Türkei, dem Land, in dem ich geboren bin, hat schon auch ein bisschen dazu geführt, dass ich immer mehr wahrscheinlich, so interpretiere ich das heute als Erwachsene, die eben auch sich wissenschaftlich oder psychologisch auch damit auseinandergesetzt hat, interpretiere ich das heute so, dass ich viel mehr mich in dieses Land als Basis, nämlich die Türkei, orientiert habe als Heimat, weil das eigentlich das Land der Stabilität war. Das war halt immer da. Ich war zwar nicht immer da, aber mit meinen Eltern, die ja sehr viel auch an der Türkei gehangen haben und es auch oft und immer wieder bedauert haben, dass sie nicht dort sein können, bin ich natürlich immer mit dieser Idee aufgewachsen, eigentlich Türkin zu sein. Das hat schon, glaube ich, eine besondere Bedeutung und das hat, glaube ich, auch immer wieder dazu geführt, dass für mich dieses Thema Heimat immer sehr eng an die Türkei geknüpft war. Heute sehe ich es ein bisschen anders. Natürlich, auch als Erwachsene hat man ja andere Möglichkeiten und ist auch die Reflexion darüber ist ja auch natürlich etwas anders. Ich bin zum Beispiel, das erzähle ich mal so als kleine, vielleicht anekdotisch, ich bin ja aus Dortmund nach Hannover gezogen, als Erwachsene mit kleinem Kind. Also ich habe zwei Kinder und ich bin über diese Phase von Dortmund nach Hannover zu wechseln, habe ich viel darüber nachgedacht. Da denke ich, da habe ich natürlich auch eine Art von Migration erlebt. Migration, aber im Land. Also, dass ich sozusagen als Türkin mit einem deutschen Mann und einem Kind von Dortmund nach Hannover gezogen bin, hat für mich eine ganze Veränderung natürlich mit sich gebracht. Und da habe ich gedacht, das ist letztlich auch Migration. Also man muss sich wirklich komplett neu orientieren mit Kleinkind, völlig neu orientieren, neue Leute kennenlernen, die Umgebung kennenlernen und so weiter. Nun ist es natürlich anders, wenn man die Sprache spricht und sich in dem Land grundsätzlich ganz gut auskennt. Aber da habe ich auch viel über Heimat nachgedacht in dieser Zeit, weil wir Freunde zurückgelassen haben. Wir haben Gewohnheiten verändert, unsere Wohnumgebung
ist ganz anders geworden. Und hier in Hannover hat es auch eine ganze Weile gedauert, bis wir dann auch wieder neue Freunde hatten. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was mit dem Begriff Heimat zu tun hat. Ich habe schon oft so überlegt, dass ich vielleicht auch zu den Menschen gehöre, die sich einfach auch umdrehen und woanders hingehen können. Also das eher so als Fähigkeit, ein Land zu verlassen oder einen Ort zu verlassen, das auch als Fähigkeit zu sehen. Und die Heimat nicht direkt wirklich an einen Ort gekoppelt ist, den es ja für mich eben in dieser Kindheitsphase, wie ich das ja gerade gesagt habe, so nicht gegeben hat. Eine kleine Ergänzung dazu noch. Wir sind ja auch immer viel in der Türkei gewesen mit den Eltern. Alle Ferien habe ich in der Türkei verbracht, sodass ich auch immer bis ins hohe Jugendlichenalter, also bis zum Abitur, immer das Gefühl hatte, dass da bin ich auch zu Hause. Also da komme ich irgendwo hin und ich kenne mich aus. Ich weiß, was da los ist. Ich weiß, wie es geht, wie man sich da benimmt und kenne die Sprache. Ich habe immer Türkisch gesprochen zu Hause. Ich gehöre wahrscheinlich auch noch zu denen, die sich auch noch sehr mit der Sprache identifiziert haben. Also es hat für mich ganz, ganz viel Bedeutung gehabt. Ich habe im Studium zum Beispiel mal auch als Dolmetscherin gearbeitet. Darauf war ich total stolz. Das war so was Besonderes. Und das hat mich schon auch immer sehr an die Türkei geheftet. Also so diese ganzen Gedanken, irgendwie dazu zu gehören. Jetzt habe ich eine weitere Frage. Also es geht ja immer um Wertschätzung und auch Wertschöpfung durch Wertschätzung. Und das habe ich auch in anderen Interviews, zum Beispiel mit Frau Dr. Nesche Selvsay Tegetow und anderen sehr spannenden Interviewpartnern besprochen. Du hast ja eine ganz tolle Doktorarbeit geschrieben, auch über eben die Prävention ethnischer Konflikte in der Schule. Du bist Supervisorin sogar von Richtern und Richterinnen, von Lehrkräften, von medizinischem multikulturellem Personal. Wie kann man unsere Gesellschaft dazu bringen, diese Diversität auch als Vorteil zu sehen und die ethnischen Konflikte zu reduzieren? Könntest du mir dazu als Expertin auch ein bisschen was sagen? Ja, gerne. Ich glaube, dass so eine gute, positive Identifikation mit der eigenen Gruppe dazu beitragen kann, eben mehr Selbstwert zu entwickeln. Und jeder Mensch identifiziert sich ja mit unterschiedlichen Gruppen. Und wir türkischstämmigen Menschen in Deutschland haben natürlich auch gelernt, dass die Türkei oder das Türkischstämmige nicht immer ein Vorteil ist. Also es viele Stereotype gibt, die durchaus auch unangenehm, negativ und unvorteilhaft uns dastehen lassen, sage ich jetzt mal so ganz salopp. Und ich glaube, dass es ganz hilfreich ist, einmal gute Kontakte aufzubauen, auch deutlich zu machen, dass das Miteinander einfach auch diese Stereotype verändern kann. Aber auch eben aus dieser eigenen Zugehörigkeit Selbstwert abzuleiten und sich nicht eben, weil man irgendeiner Gruppe angehört, wie jetzt in diesem Fall derjenigen, die aus der Türkei stammen, dass wir irgendwie uns rechtfertigen müssen, dass wir gar nicht so doof sind oder gar nicht so diesen Stereotypen, ich will gar keine nennen hier, dass wir denen gar nicht entsprechen. Und da haben wir, glaube ich, ein großes Bemühen, also auch immer wieder zu verdeutlichen, wir sind anders. Ja, also wir, die wir zum Beispiel erfolgreich sind, müssen jetzt als Narrativ, sage ich mal, immer verdeutlichen, dass wir auch gut sind, auch was geleistet haben, auch so. Und das ganz Interessante dabei ist, das ist dir bestimmt auch schon passiert, Elif, dass der Erfolg gar nicht an der türkischen Abstammung von der türkischen Abstammung abgeleitet wird, sondern davon abgeleitet wird, dass man diese Chance in Deutschland gehabt hat.
Also dann wirkt es nämlich immer so, als wäre man als türkischstämmiger gar nicht der Erfolgreiche, sondern man ist deshalb erfolgreich, weil man in Deutschland es geschafft hat. Genau. Und da stelle ich immer so wieder fest, da merke ich bei mir auch so ein bisschen so einen kleinen Widerstand, da denke ich mal, da muss ich mal dagegen halten, um zu verdeutlichen, dass das wieder nur eine Gruppenaufteilung und wieder eine neue Kategorisierung ist und wieder nur dahin führt, dass man die eigene Herkunft oder das, was die Menschen aus dem Land, aus dem man stammt, da gibt es ja ganz, ganz unterschiedliche Länder, die in Deutschland zusammenleben. Und dass es eigentlich nicht sein kann, dass man die anderen Länder abwerten muss, damit man selber eine gute Position hat. Das ist für mich etwas, was ich sehr bedeutend finde. Ich habe für mich diese, meine Migrationsbiografie und aber auch diese Facetten, die das alle hatte, immer als Vorteil wahrgenommen. Also ich habe immer gedacht, dadurch, dass ich diese unterschiedlichen Facetten kenne, also Sprache ist ja sowas ganz Offensichtliches, aber es gibt eben auch Wissen über kulturelle Ereignisse, auch über Geschichte, also die nicht nur die Geschichte des eigenen Landes, sondern auch die anderer Länder wahrzunehmen, zur Kenntnis zu nehmen, aber auch die Geschichte der Migration zur Kenntnis zu nehmen, sind natürlich Werte und Wichtigkeiten, die ich persönlich sehr schätze und ich mich sehr darüber freue. Und ich kann das nutzen, also in der Supervision mit den Verwaltungsrichterinnen und Richtern kann ich sagen, oder in den Kliniken mit den multikulturellen Teams, wenn ich dort Supervision gebe, bin ich natürlich jemand, die eben auch eine gewisse Breite auch an Wissen hat. Und das finde ich total wichtig. Und ich denke, dass das eben auch dazu beiträgt, auch Konflikte zwischen Gruppen zu reduzieren. In meiner Untersuchung damals hat sich herausgestellt, dass Kontakt und Information über andere Gruppen die beiden zentralen Elemente sind, Vorteile und Ethnozentrismus bis hin zu Diskriminierung, Rassismus und Antisemitismus und so weiter zu reduzieren. Kontakt und Information. Ganz hervorragend. Eben das, was die Menschen mitbringen, wird nicht genug gewertschätzt. Also ein globalerer Blick auf die Dinge, dass die Kenntnis anderer Kulturen und dadurch auch sozusagen vielleicht auch ein offenerer Blick, gerade auch die Statusverluste nach Migration waren ja ganz schlimm. Mein Vater ist zum Beispiel Ingenieur und war dann hier technischer Angestellter, weil er hätte wieder Prüfungen machen müssen, um anerkannt zu werden. Dazu hatte er keine Zeit und keine Energie. Und das hat sich ja gebessert, Gott sei Dank. Da ist mehr in Bewegung gekommen. Wir merken auch, wie viel Fachkräftemangel wir haben und brauchen die Menschen aus dem Ausland. Aber auch da werden uns immer noch viel zu viele Steine in den Weg gelegt. Also wir brauchen ja die Einwanderung, um unseren Lebensstandard zu halten. Allein die ganzen Renten zu bezahlen, weil die Menschen ja alle, Gott sei Dank, viel älter werden. Genau. Und was möchtest du noch gerne erzählen zu dem ganzen Komplex? Also es gibt viel dazu zu sagen. Ich würde gerne zwei Sachen. Einmal den Begriff Migrationsbiografie. Dazu würde ich gerne noch eine kleine Ergänzung geben. Und zwar ist es ja so, dass bisher immer die Menschen, also das Statistische Bundesamt erhebt ja eine gewisse Zahl. Wir wissen so und so viel Prozent, ein sehr großer, fast ein Viertel der deutschen Bevölkerung hat ja Migrationshintergrund, pardon. Das wird erhoben, wenn man das eben statistisch messen kann, völlig klar. Was ich auch interessant finde und deswegen würde ich gerne was zu dem Begriff Biografie sagen. Ich behaupte zum Beispiel, dass mein Mann, der ist ja Deutscher, auch Migrationsbiografie hat, weil er mit mir zusammenlebt. Weil er mit mir Kinder hat, die auch Migrationsbiografie haben. Das heißt, dadurch erweitern wir das und wir haben die Möglichkeit, dieses eben auch kompetent zu nutzen und diese Kompetenzen auch zu übertragen auf andere.
Und mein Mann, also ist jetzt ja nur ein Beispiel, das betrifft, ich würde sagen, alle multikulturellen oder bikulturellen Ehepaare oder Paare, der hat ja auch türkische Schwiegereltern zum Beispiel oder ist eben mit der Sprache unterwegs, muss die verstehen, in irgendeiner Weise sich einordnen und so weiter. Und das ist eben auch eine Art von biografischer Erfahrung mit Migration. Und deswegen erweitere ich diesen Begriff immer sehr gerne und sage, dass auch andere Menschen Migrationsbiografie haben, die jetzt nicht die klassischen Eingewanderten sind oder die Nachkommen der Eingewanderten. Das ist eine Sache, die ich interessant finde. Ich finde, dass sich mit etwas zu identifizieren eine ganz große Kraft hat und diese Kraft wir eben versuchen können und müssen. Ich sehe das schon auch als gesellschaftliche Verantwortung, die ich persönlich trage, habe und auch gern übernehme, diese Identifikation positiv zu gestalten. Und da wäre zum Beispiel so etwas wie sich selbst mit dem biografischen, was da alles gewesen ist, auch selbst wertzuschätzen und die Stereotype, die so, ich sag mal, völlig altbacken ja letztlich daherkommen, ja, also die Sachen da aus den 60er, 70er Jahren, ich denke manchmal, das interessiert heute keinen mehr, das ist altbacken, das brauchen wir alle nicht. Und heute ist es eben anders. Und das zu wertschätzen und zu nutzen und auch selbstbewusst aufzutreten, das finde ich ist eine ganz wichtige Komponente. Und aus unterschiedlichen psychologischen Theorien wissen wir natürlich, wie wichtig es auch ist, als kompetent und autonomes Wesen sich auf den Weg zu machen und in einer guten sozialen Eingebundenheit zu leben, dass das natürlich ganz, ganz wesentliche Grundbedürfnisse sind und die müssen wir versuchen zu füttern mit unserer positiv bewerteten Biografie. Es gibt ja ein schönes Einwanderungskonzept. In Kanada wurde das, glaube ich, ursprünglich beschrieben, der Salad Bowl, also dass die Tomate bleiben, genau, es, Tomate so bleiben darf, wie sie ist, und die Gurke, aber eben das Dressing, der soziale Kit, der Zusammenhalt stimmen muss. Und man eben nicht jeden Melting Pot mäßig zerschmelzen, weil dann schmeckt auch nichts mehr. Also es ist so, dass alle sozusagen auch ihre ursprünglichen Besonderheiten bewahren dürfen und darüber hinaus aber auch ein Teil des Ganzen sind und damit auch einen Mehrwert stiften. Und das, genau, also das finde ich ganz wichtig, dass die Identität eben auch jedes Mal individuell ist, weil wir zwei sind ja auch Frauen und Akademikerinnen und auch beide mit einem deutschen Mann verheiratet und so weiter. Wir haben Schnittstellen, wo wir uns vielleicht auch mehr ähneln, aber wir haben sicherlich auch Unterschiede. Und das ist, finde ich, ganz wichtig, dass einfach individuell die Menschen mit ihrer Migrationsbiografie, das finde ich toll, das werde ich jetzt auch immer verwenden, dass die einfach wahrgenommen werden. Und mein Mann kann jetzt auch ganz viele türkische Worte oder Sätze und kann mit der türkischen Community auch ganz gut umgehen. Er sagt zum Beispiel immer Çok güzel und er will immer, was weiß ich, Baklava ist ihm zu süß, aber er will immer irgendwelche Sarma und Dolma und Köfte. Und also das ist ganz toll, dass du diese ganzen sozusagen Schnittstellen auch nochmal hervorgehoben hast, die ja auch ein Gewinn sind. Aber auf der anderen Seite sollten wir eben das nicht immer wieder hervorheben müssen. Das ist auch anstrengend, ne? Dieses nicht entweder oder, sondern sowohl als auch. Und wie weit wird die sogenannte Mehrheitsgesellschaft auch verändert von uns, die hier zugewandert sind? Ich bin ja als Baby gekommen, ich fühle mich schon auch sehr deutsch, und aber eben auch bin ich stolz auf die Herkunft der Eltern.
die da ganz viel mitgebracht haben, auch an Musik, an anderer Literatur, an einem anderen Umgang im Alltag, an einer anderen vielleicht Familienstruktur, wo eben jede Tante und jeder Onkel, ob es mütterlicherseits oder väterlicherseits ist, auch anders nochmal genannt wird, weil das einfach so wichtig ist, die Großfamilie. Und ja, all diese Dinge, das ist sehr, sehr wichtig. Und wir sollten da auch weiterhin immer stolz drauf sein und das auch mit einbringen in die deutsche Kultur, in der wir eben auch ansässig sind. Ne? Und wie, ja, es gibt eben so vieles, was, was, also die Vielfalt ist ja, das hast du ja gerade mit diesem kanadischen Modell erzählt, also dieses Celebrating Diversity, dass das sozusagen einfach cool ist, Diversity zu haben und nicht blöd oder peinlich oder anstrengend oder sobald man das erwähnt, so und so viel Prozent Migrationshintergrund dann mit so einem, oh Gott, so einem Schrecken irgendwie verknüpft wird, sondern einfach, es ist toll, es ist einfach, es, und ich sage es mal ganz offen, es ist auch nicht zu ändern. Also wir haben da gar keine Wahl, also keiner hat eine Wahl, also es ist einfach so und warum soll man nicht das Gute daraus ziehen und die Schwierigkeiten versuchen, mit denen umzugehen oder dagegen vorzugehen und so weiter. Und da gibt es vieles, vieles Schwierige genug. Also ich finde auch wichtig, was habe ich immer selber auch gemerkt, früher war es mehr, heute habe ich es kaum noch, dass ich mich auch nicht mehr provozieren lasse. Also dass ich durch diese, durch solche Anmerkungen, also das glaubt Ihnen ja keiner, dass Sie in Ihrem Alter noch nicht verheiratet worden sind, habe ich mir zum Beispiel, hab zum Beispiel jemand mal zu mir gesagt. Da war ich Ende 20 und da habe ich so gedacht, das kann ich natürlich drüber lachen. Das hat mich damals geärgert und geschockt und so. Aber irgendwie wissen wir ja aus der Psychologie auch, ne, das sind alles Ich-Botschaften, sage ich immer. Wenn die Leute irgendwas sagen, es gelingt nicht immer, also klar passiert es immer mal wieder mir auch, dass man sich dann doch provozieren lässt, aber ein guter Hinweis ist immer zu sagen, das sind alles Ich-Botschaften, der redet gar nicht über mich, der redet über sich oder die. Also und damit kann man sich immer ganz gut so ein bisschen abgrenzen und eine Distanz, eine innere Distanz aufbauen und sich eben nicht provozieren lassen. Das finde ich ganz schön. Was immer so eine Sache ist, das ist ja auch so eine Debatte in Deutschland, die ich auch ganz interessant finde, auch unter den, den Menschen mit Migrationsbiografie, nämlich, dass manche viel mehr dahin tendieren zu sagen, ich möchte nicht darauf angesprochen werden, dass ich anders aussehe, andere Sprache spreche, in einem anderen Land geboren bin. Und es gibt welche, die sich ganz besonders damit identifizieren und es unbedingt wollen, dass es bewertet und bemerkt wird. So, und da haben wir so eine Spanne, so ein breites Kontinuum von Möglichkeiten und ich finde das auch gut. Also ich denke, das muss auch jeder gucken und kann auch, und das ist ja auch das Schöne an Deutschland, es kann auch jeder entscheiden und überlegen, wie möchte ich es gerne. Herzlichen Dank für das hervorragende Interview und Dankeschön, die tollen neuen Denkanstöße. Meltem heißt auf Türkisch eine, Sommerwind, sage ich jetzt mal salopp, der also im Sommer besonders eine leichte, schöne Brise, und Arge heißt Jägerin, also ein schöner Name, und ich freue mich auf weitere Zusammenarbeit und schöne weitere Projekte miteinander und wünsche jetzt erstmal einen schönen Tag nach Hannover. Vielen, vielen Dank. Ich habe vorhin schon gesagt, dass es mich sehr freut und auch stolz macht, hier mitmachen zu können. Und ich bin gerne für weitere Projekte dabei. Und danke, herzliche Grüße auch zu dir, Elif. Vielen Dank.